Guten Morgen. Eine Thematik, die mir sehr, sehr häufig begegnet, sind Menschen, die gerne finanziell erfolgreich sein werden wollen und auch nach Anerkennung streben, weil sie dadurch erwarten, dass sie glücklicher oder zufriedener werden. Ich selber war einer dieser Menschen und ich habe nach Erfolg gestrebt im Bereich des Geldes und der Anerkennung und auch nicht geruht, bis ich beides hatte. Aufgrund der Rasanz, wie ich beides erfahren konnte, hatte ich das Glück und vielmehr war das auch nicht als Glück, jung und flexibel genug zu sein, aus diesen Mechanismen auch wieder herauszutreten. Doch viele fragen sich, warum sollte man das tun? Was ist so schlimm am Erfolg? Ganz einfach, nichts. Erfolgreich zu sein ist genau wie Geld zu haben überhaupt kein Problem. Jeder von euch kennt den Ausspruch: Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Wie er von den meisten interpretiert wird und genutzt wird, ist aber, dass man selber einfach über genug Geld verfügt und sich dann darüber keine Sorgen zu machen braucht. Geld hat man einfach so. Die Art, bisschen arrogant, provozierend. Eine andere Interpretation wäre, dass man nicht über das Geld redet, weil es der Worte nicht wert ist und man eben Geld hat. Egal wie viel, auch wenn es nur 10 Cent im Portemonnaie sind. Zum Verdeutlichen könnte man das Sprichwort auch einfach sinnvoll ergänzen und sagen: Über Geld redet man nicht. Geld hat man oder eben nicht. Als alter BWLer kann ich bestätigen, viel Geld zu verdienen ist volkswirtschaftlich einfach nur eine logische Konsequenz aus einer geschickten Marktpositionierung. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann verdient man damit Geld. So. Und daran ist nichts schlimm. Es wird immer Menschen geben, die mehr Geld verdienen als andere, weil nicht alle immer am gleichen Ort zur selben Zeit sind. Das ist normal. Aber den Wunsch zu haben, Geld zu verdienen und danach zu streben, das ist eine Garantie dafür, dass man unglücklich wird. Warum ist es so schwer, sich von diesem Wunsch nach Reichtum und Erfolg zu lösen? Weil wir Geld und auch ein Mindestmaß an Anerkennung brauchen, um zu überleben. Und der Körper dieses neurologischen Netz gebildet hat. Und es in unserer Gesellschaft nicht notwendig ist, darüber hinaus bewusst zu leben, da alles im Überfluss vorhanden ist, da wir keine Not leiden. Selbst wenn man nicht arbeitsfähig ist, gibt es keine natürliche Auslese, sondern es werden zumindest in den westlichen Ländern alle Menschen versorgt. Es ist nicht notwendig, die goldene Mitte zu finden und nur den das Geld und den die Anerkennung anzustreben, die man wirklich braucht. Es ist nicht notwendig, den natürlichen Prinzipien des Lebens zu folgen. Und es wird uns auch so schwer wie noch nie gemacht, natürlich zu sein, natürlich zu leben. Aber warum macht es denn nun unglücklich, wenn man viel Geld und Ruhm hat? Noch einmal, es macht nicht unglücklich, wenn man viel Geld und Ruhm hat. Muss ich mir jetzt selber vergegenwärtigen, damit ich nichts Falsches erzähle, sondern wenn man danach strebt, danach etwas streben, das heißt Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, nicht das Haben, das Streben. Nun könnte man meinen, dass wir dann einfach die Situation ändern können und nachdem wir ja, quasi das Ziel erreicht haben, dann sind wir einfach zufrieden. Ne? Das funktioniert eben nicht aufgrund der neuronalen Struktur und der damit verbundenen Automatismen, die in unserem Gehirn ablaufen und vor allem unbewusst. Dazu ist Bewusstsein notwendig, um da auszusteigen. Wer nicht weiß, was ein neuronales Netz ist, den empfehle ich das Video von gestern, ja, das ich da gebracht habe. Wenn einmal der Wunsch nach Vermehrung des Reichtums und der Anerkennung gebildet ist und wie schon erwähnt bei fast jedem in der westlichen Welt ist dieses passiert schon aufgrund des großen Einflusses der Gesellschaft, die schon in den jungen Jahren auf die kleinen Menschen einprasselt. Der wird, wenn er nicht bewusst permanent interveniert, automatisch immer dieses Netz befeuern, dieses Ich will Geld, ich will Anerkennung. Das bedeutet, die Reize, die auf uns einströmen, werden nach ja, gewohnten Mustern immer wieder verarbeitet. Mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Ruhm ist gut und ist anzustreben. Und das ist unsere Natur, die uns erwickelt hat. Nur sind aufgrund der Natur, der Anerkennung und vor allem des Geldes eben keine Grenzen gesetzt. Man kann immer mehr Geld haben und es gibt kein Ende. Das bedeutet dann eben auch zeitgleich, dass diese Unzufriedenheit, die man in erster Instanz als motivierenden Motor bezeichnet, um auch zu überleben, ne, dass diese immer Grundlage sein wird einer generellen Unzufriedenheit.
Nikolai Günther hat am Dienstag in einem Video von ihm ein Bildnis gebracht, warum es so wichtig ist, sich von seiner Umwelt zu lösen, wenn sie einen schädigt. Da waren ganz viele in diesem Bildnis, ganz viele Raupen, die am Boden rumgekrochen sind. Und irgendwann ist dann eine zum Schmetterling geworden und hat sich über die Raupen erhoben. Und die anderen Raupen wollten, dass der Schmetterling wieder runterkommt und bei ihnen bleibt und ja, wieder zusammen alle. Ne? Aber der Schmetterling meinte, dass die Welt doch wunderschön ist, die ist wunderbar und dass sie lieber auch alle zu einem Schmetterling werden sollen. Und Nikolai leitet dann daraus ab, dass man sich von seinem runterziehenden und schädigenden Umfeld lösen sollte. Was ein guter Tipp ist, wenn das Umfeld auch einen schädigt. Und in dem Fall bis dato ist es genau der Fall. Ne? Nur was in dem Fall für den Schmetterling in der Tat gut war, wäre es für den Menschen eben nicht. Und deswegen funktioniert die Analogie nicht. Denn der Schmetterling ist dafür geboren, um zu fliegen und ist dann auch damit zufrieden, sich über das Raupendasein erhoben zu haben und zu fliegen. Wenn wir Menschen aber der Schmetterling gewesen wären, dann wären wir eine Woche mit unseren Schmetterlingsfreunden umhergeflogen und wir hätten dann gedacht, Schmetterling? Das ist ja gut und schön, aber so ein Singvogel, der nicht von jedem x-beliebigen insektenfressenden Tieren einfach so vom Himmel gepflückt werden könnte, das wäre eigentlich auch eine tolle Sache. Und so denn er dann einen Weg der erneuten Metamorphose gefunden hätte, würde er dann als Singvogel durch die Welt flattern und wahrscheinlich dann auch wieder nur eine begrenzte Zeit zufrieden sein und so weiter. Das bedeutet, der Mensch ist aufgrund seiner neuronalen Struktur und der dadurch gebildeten Automatismen prädestiniert für Kreisläufe und immer wiederkehrende Verhaltensmuster, vor allem halt unbewusst, was einerseits produktiv ist, andererseits aber auch gefährlich. Weil sie ihm auch schaden, diese Kreisläufe. Die Grundlage sind die durch uns selber gesellschaftlich geschaffenen unnatürlichen, ungesunden Konditionierungen über die Zeit der Menschheit. Versucht euch wirklich mal mit eurem Bewusstsein zu erheben und denkt mal daran, was euch wirklich tief in euch drin ausfüllt und was euch wirklich zufrieden macht. Ist es wirklich eine hohe Anzahl an Papierstücken, wo eine Zahl draufsteht? Oder ist es eine natürliche Gesundheit, Freunde und im Einklang mit der Harmonie der Natur sein Leben zu leben. Das macht euch wirklich mal bewusst. Geht in euch. Versetzt euch in die Lage, beide Szenarien wirklich zu durchfühlen. Geld zu verdienen ist genau wie früher die Jagd oder das Sammeln notwendig, um zu überleben. Ohne Frage. Aber wenn das Überleben gesichert ist, dann ist es nur noch leidstiftend, wenn man danach strebt. Und das Glück durch zusätzlichen Konsum ist eben dann auch nur leidbringend, weil es die Kreisläufe immer wieder am Leben erhält, indem es auch das neuronale Netz nie endender Wünsche generiert. Ich habe euch das Video wie gesagt schon verlinkt. Kein Tier würde mehr essen, nur weil es das könnte, sondern es konsumiert so viel wie es braucht und ist damit zufrieden. Menschen wollen immer mehr und immer mehr, weil sie das neurologische Netz nur bewusst stoppen können. Und sie sind überhaupt oder sehr schwer in der Lage, nur bewusst diesen Irrsinn aufzugeben. Und ja, man schädigt auch nicht nur sich, sondern auch seine Umwelt durch zwei Dinge. Erstens verfestigt man diesen Wahnsinn im kollektiven Bewusstsein und beeinflusst damit auch andere, wie solche Lemminge, die auch diesem Beispiel dann folgen. Und das funktioniert auch. Schaut euch die Masse an Büchern und kommerziellen Formaten zum Thema "Wie wirst du erfolgreich" an, was ist immer wieder das neuronale Netz befeuert. Da müsste draufstehen "Anleitung zum Unglücklichsein". Das würde sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen. Und zweitens, wenn eine Person immer mehr Vermögen sammelt, immer erfolgreicher wird, immer mehr Geld hat, muss das Vermögen ja irgendwo herkommen. Mal Inflation außen vor. Das bedeutet, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und das ist genau der Fall, das passiert zurzeit. Und es wird immer mehr Menschen geben, die eben unter dem realen Existenzminimum, also nicht dem, was wir in Deutschland angesetzt haben, sondern dem realen Existenzminimum landen und dann sie wirklich Geld bräuchten. Und damit wird auch die Summe der unzufriedenen Menschen eben auch immer größer, weil sowohl die Reichen in ihrem nimmer endenden Geldkreislauf gefangen sind und deswegen unzufrieden sind, weil sie immer mehr wollen, immer mehr haben wollen. Und die wirklich Armen, die hungern müssen oder kein Dach über den Kopf haben, die leiden ebenso. Wenn Menschen erfolgreich werden wollen und sich an mich wenden und fragen, wie man schnell reich wird, dann kann man deren Leid
ganz intensiv fühlen und in deren Augen ablesen. Unterhaltet Euch mal mit Menschen, die in diese Kategorie passen und nehmt sie intensiv wahr. Ihr werdet, wenn ihr empathisch genug seid, spüren, wie tief dieses Leid sitzt und wie unglücklich diese Menschen sind. Diese können Euch anlachen und erklären, wie toll ihr Business läuft und was sie alles schon geschafft haben. Aber schaut diesen Menschen tief in die Augen und hört nicht mehr auf die Worte, was sie sagen, sondern schaut sie wirklich tief in die Augen und nehmt diese Energie dieser Person wahr. Ohne zu werten, ohne zu urteilen, nur Wahrnehmung, einfache Wahrnehmung. Und dann geht ihr zu einem finanziell armen Menschen, der aber mit dem, was er tut, zufrieden ist. Davon gibt es einige. Nicht weil er es sagt, sondern weil ihr spürt, dass er die Wahrheit spricht. Und schaut ihn ebenso tief in seine Augen. Und nehmt ihn wahr. Nach dieser Erfahrung werdet ihr nie wieder den Wunsch spüren, erfolgreich zu sein, des Erfolgreichs wegen. Denn dann wisst ihr, dass, nee, ihr wisst es nicht, ihr spürt es mit jeder Phase eures Körpers, was wirklich zählt, um glücklich zu sein. Und das ist Demut, Herzenswärme, Liebe. Ich hoffe, ihr könnt alle diese Erfahrungen machen und den Rest des Lebens eures Lebens dann mit diesem Wissen, ja, mit großer Zufriedenheit verbringen. Bitte strebt nie danach, erfolgreich zu werden oder viel Geld zu verdienen. Bitte. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, nur für diese eine Erkenntnis. Bitte macht nicht dieselben Fehler wie ich. Ihr verschenkt euer Leben. Das soll mein Appell an Euch gewesen sein. Mehr als sagen kann man das nicht. Und ich wünsche Euch einen schönen Tag. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.